Let's go. Kapitel 1. Mit Blömschkes. Ich dachte gerade, wir haben gelb. Oh, was? Okay, was ist das? Wo habe ich meinen Entwurf gelb, wo habe ich in meinem Entwurf gelb verwendet? Was? Der endgültige Entwurf des Bildes, das ich an die Ausstellung in New York schicken werde. Hoffentlich werde ich angenommen. Okay, gar kein Problem, Chat. Ich bin Künstler, ich kann das. Okay, hier ist gelb und da ist gelb. Gar kein Problem. Hier gelb. Ja, aber, warte mal, hier. Hä, wie soll ich... Ja. Ja. Okay. Alright. Oh, okay. Ich habe gerade versucht. Du kannst gar nicht über den Rand malen. Alles gut, es macht, wie es soll. Aber ist es jetzt nicht... ach so, ah, hier auch. That's it. Also die Sachen, wo Linien drum sind, die sind gesperrt für, wenn du da gerade am Malen bist. Sieht ganz genau hin, KSK. Ja, ich kann das. Seht ihr, wie ich meinen Pinsel schwinge? Seht ihr, wie schnell ich das mache? Nach so vielen Versuchen fühlt es sich endlich richtig an. Boah, das ist voll hübsch. Das wäre echt der das wäre ein ultra schöner Anime. Ich sollte erst den Pinsel zur Hand nehmen, aber ich wollte es angucken. Ein alter Pinsel, ein häufig benutzter Pinsel, erleuchtet schon an allen Farben, leistet aber noch ausgezeichnete Dienste. Hä, ist ultra cool gemacht. Hä, ich hab's gesehen und dachte, es wird ultra cool, aber ich bin positiv überrascht. Hä? Hä? Okay, da. Also, hä? Okay, da. Hä? Also, ich hasse ja eigentlich diese Drehspiele, okay? Wisst ihr. Aber das ist ja. Es ist so still hier drin, ich mache Musik. Ich krieg grad Pippi in den Augen, weil ich es so schön finde, okay? Also, wirklich. Soll ich etwas Musik anmachen, um die Stimmung zu heben? Ja, klar. Auf, rein. Zu, play. Nicht zurückspulen? Ja. Musik läuft. Und was mache ich jetzt? Meine früheren Werke. Damals war ich noch eine freiberufliche Grafikdesignerin. Aber kann ich das... Okay. Ein Roman, den ich immer wieder vor dem Einschlafen lese. Später werde ich wieder in ihn eintauchen. Im Notizbuch halte ich meine Gedanken... Mein Magen knurrt. Höchste Zeit, dass ich mir Frühstück mache. Jetzt lass mich doch erstmal lesen. Dann halte ich meine Gedanken- und Reisenotizen fest. Jede kleine Idee ist wertvoll für mich. Ich habe nur die Hälfte meines Anschreibens geschafft. Muss mich jetzt um den Rest kümmern. Hier, Bob. Hope. Ich schreibe das gerade, Chat. Hope this letter finds... You right. I'm a graphic designer and... Oh, okay, das ist... Okay, Chat. Hier ist meine Maus, okay? Ich setze meine Maus... Hier, okay? Hier ist meine Maus. Ich benutze sie nicht. Wartet so. Nein! Wartet, ich kann das... So, ihr seht, ja? Seht ihr? Es geht, wenn ich mit der Tastatur einfach Buchstaben drücke. Okay. Hope this letter finds you right. I'm a graphic designer and illustrator. Art has been. Hä? Hör auf, ich will weitermachen, das ist voll lustig. Ich glaube, ich mache Schluss für heute. Morgen ist auch noch ein Tag. Hä, das ist so. Nee, ich will noch mal. Das Anschreiben ist zur Hälfte fertig. Hä, ich dachte, ich habe gerade noch weiter geschrieben. Ein Skizzenbuch, das ich häufig verwende. Es enthält nicht wenige Übungsskizzen. Ja, zeig mal. Oh Gott. Eos Andy ist auch dabei. Ja, genau so. Ich mache mir eine Tasse Kaffee, damit ich besser malen kann. Okay. Eos Andy. Echte Kaffeebohnen, kein Pulver.
Warte, bist du von Microsoft Word hörst? Oh, hier hat jemand über den Rand gemalt, das sehe ich. Uiuiui. Ah, der Duft von Kaffee, mein Lieblingsduft. Egal, ich trinke ihn später beim Malen. Erledigt, meine ich. Hä? Aber sie lässt ihn auch kalt werden. Ist das so ein Zeichnerding? Das ist ein Zeichnerding, dass man kalten Kaffee trinkt, oder? Ich glaube, das Word eigentlich als Remote, oder? Mein Magen tut höchste Zeit, dass ich mir Frühstück mache. Natürlich. Erstmal Brot. Hier, Toaster. Aber nicht weiß. Das muss weiß bleiben. Nur kurz angetoastet. Oh, Kalzifer. Wetten, da drunter ist Kalzifer. Fertig. Nicht zu... Oh, mein Toast. Ih, der ist fast schwarz. Ich hasse Toast, der so braun ist. Aber das sieht voll hübsch aus. Oh, ich esse mit der Hand. Hä, warum... Da ist doch nichts drauf. Hä? Ich habe das Eigelb da drauf gemacht. Wow, bin ich schlau. Das mache ich auch. Also ich tunke, aber hey. Der muss labbrig bleiben. Ja, nur warm. Nur kurz warm. Okay. Dann legen wir mal los. Ich trinke gerne etwas Kaffee beim Malen. Hä, wie lustig einfach. Fußgänger, die an einem Regentag durch diese graue Stadt spazieren. Dem Bild fehlt aber das gewisse Etwas. Warum hängt es dann da? Ein Design, mit dem ich Preise gewonnen habe. Mit dem. Gut. Ich meine, klar. Ein Holzkätzchen mit den aufgemalten Sonnenblumen. Seit wann ist das hier? Ich wette, ich kann alles anmalen, oder? Irgendwann. Ich habe schon meinen Boden angemalt. Okay, ich mache erstmal, was ich soll, okay? Lass mich Kaffee trinken. Hä, ich trinke ihn später beim... Ich will ihn doch jetzt trinken. Ah, okay. Entschuldigung. Guten Morgen, wie geht es Ihnen? Wie viele Künstler wohnen da? Dieser alte Mann, was? Nein, nein. Ein paar Skizzen, okay. Ich... Oh Mann, aber die Katze macht jeder, oder? Wow. Okay, ich mach die Katze für euch, okay? Nur für euch. Ja? Ja, ja. Oh ja, oh ja. Ja, ja. Chat, seht ihr mein Talent? Oh, da ist eine Pfote. Ja, ja, noch eine Pfote. Oh, ich glaube, ich mache mal das nächste Ohr. Ja, ich glaube, das nächste Ohr ist wichtig. Ja, ja, sehr schön. Ja, ja. Oh, und die Schnurrhaare. Ja, 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 ja. Oh, das Beinchen muss fertig. Und die Nase. Ja, ja, schön, schön. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, die Beine. Also Tieranatomie ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, das muss man lange Zeit studiert haben. Also die Tiere studiert, nicht wirklich studiert haben. Und dann lernt man die Anatomie von Tieren. Ja, ja. Die alte Katze des alten Mannes. Hä, so alt sieht der gar nicht aus. Ist das Copyright-Verletzung, die Katze eines anderen Künstlers zu malen? Gute Frage. Dieser alte Mann, der immer mal, bemerkt mich anscheinend nie wirklich. Okay, Chat. Ja, ja. Wo fängt's denn an? Hier? Ja, ja. Hä? Aber der ist doch gerade mit dem Rücken zu mir. Ich hatte mir das Skizze dafür zeigen, wenn ich den perfekten Porträt und radiert so lange, bis nur noch die Hälfte zu sehen ist. Genau, genau, genau. So. Tada. Schön. Der alte, Maler von gegenüber. Experte für Landschaften in Öl, malt die ganze Zeit, ignoriert mich ständig. Lebt alleine. Was er wohl für Geschichten zu erzählen hat. Vielleicht hört er nichts. Sie meint das Making-of von seinem Bild. Warum streamst du da nicht öfter? Ja, weil, also, Backseat, weißt du, da sind dann Leute, die denken, die könnten es besser. So. Dabei geht's halt gar nicht besser, siehst du ja. Was will ich denn? Aber warum soll ich denn sein... Hä, warum soll ich sein Bild malen? Jetzt ist wirklich Copyright langsam. Oh. Was für ein wunderschönes Gemälde. Ich glaube, das habe ich schon mal wo gesehen. Warum mache ich sein Bild nach?
eins der Bilder des alten Mannes. Ich habe ein ähnliches in meinem Zimmer gesehen. Es ist so hübsch, ne? Welches von denen meinst du jetzt? Hey? Gefunden. Das ist das ähnliche Bild, aber was genau ist anders? Sonne! Sonne! Oh! Oh Gott, was? Warte mal, was? Ach, die Sonne ist gelb, meinst du? Hier! Tom? Hä, fast, okay? Ich dachte, es wäre der Mond. Hä? Eine kleine Inspiration durch Sonnenblumen. Nachricht von J mit Sonnenblume. Hinter dem Gemälde war eine Nachricht von J. Wer ist J? Die Initiale sagt mir nichts. Was? Oh. Kann man die Teile zusammensetzen? Ja. Also, wenn man so ein krasser Puzzle-Profi ist wie ich, ja. Kann man es drehen? Kann man drehen? Nicht? Okay, dann mach ich so. Ich dachte, ich kann das hier in die Seite machen. Hm. Habe dieses Motiv schon mal in diesem Zimmer gesehen. Aber heißt dunkel angeklickt oder heißt hell angeklickt? Die zusammengesetzten Teile ergeben ein paar Sonnenblumen. Habe ich die schon irgendwo gesehen? Okay. Man sieht halt echt, ohne dass es so richtig störend ist, sieht man voll gut, mit was man hier interagieren kann. Was ist das? Ich hoffe, meine Bilder eines Tages in New York auszustellen. Das da, das da, das da und das da. Das da? Das da? Okay, ich guck lieber nach. Hä, war doch richtig. Ach nee, ich habe eins vergessen. Das da. Also es war, wie ich es als erstes hatte, ich hatte nur das vergessen. Hallo Alicia, das sind keine dunkel. Also die sind gar nicht so dunkel. Die sind fast weiß. die sind fast weiß. Sie ist offen. Wann habe ich die hier? Oh, ich brauche neue. Ach so, ich habe nur gelb gehabt. Grüne Farbe, die Lieblingsfarbe der Natur. Sie repräsentiert die Wiedergeburt allen Lebens. Er ist ultra cool, das Spiel. Oh, es ist schön. Ich habe die Farbe gefunden. Ich soll mich wieder an die Arbeit machen. Alright. Ich muss Herz und Seele in mein Bild stecken. Irgendwann will ich so gut werden wie er. Hat vergessen, wie weiß das ist. Ja, die ist eigentlich weiß. Eigentlich ist es weiß. Ja. Nee, ich wollte eigentlich violetter. So, halt so dieses typische Bordeaux, was ich schon mal hatte. Die Farbe hat nicht gemacht, was sie soll. Also das Glossing. Und das Grüne ist grün. Einen Schritt näher an die Ausstellung. Grün ist immer so erfrischend, das liebe ich. Ja, ich liebe Grün. Meine Lieblingsfarbe, wie schön. Er blinzelt geblendet von der Nachmittagssonne und bemerkt das Mädchen auf der anderen Straßenseite. Oh, bin ich jetzt er? Hallo? Oh oh. Chat, ich kann nichts machen. Chat, ich kann wirklich nichts machen. Ich klicke. Chat, ich kann nichts machen. Als hätte ihn die Muse geküsst, greift er mit neuer Energie zu seinem Pinsel. Es dauert nur ein bisschen. Oh, ich dachte gerade, wir sind... Auf der Leinwand des Mädchens strecken sich Sonnenblumen dem Licht und der Wärme der Sonne entgegen. Achso. Ich mache hier hübsch, oder was? Mit seinen Pinselstrichen hüllt er das Feld in warmes Sonnenlicht ein.
Danke, Alicia, das freut mich. Aber, und jetzt? Ich muss einfach nur hell machen, oder? Und ich kann nicht bewegen. Ich bin zu dumm für das Spielchat. Warmes Sonnenlicht und die strecken sich entgegen. Ja, und jetzt? Ja, dann streckt euch doch entgegen. Mach du nur noch, wenn du da willst. Ah, ja, hä, ja. Ich schwöre, ich habe es die ganze Zeit versucht. Ich schwöre. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, dass ich es die ganze Zeit versucht habe. Ein leeres Blatt Zeichenpapier, das darauf wartet, mit Emotionen und Erinnerungen gefüllt zu werden. Ich hab die ganze Zeit gezogen. Egal, es funktioniert. Alles ist gut. Ah, Vivi! Eine weiße Katze mit orangefarbenen Flecken streckt sich. Die Zeit scheint in diesem Moment stillzustehen. Ja, und jetzt geht's wieder nicht mehr. Seht ihr? Knickt ab, wenn ich geklickt halte und... Ich glaube, das ist einfach sehr lahm gerade. Ich glaube, wir müssen aber warten. Zeit steht still. Aber das war davor ja auch so, ohne dass die Zeit stillgestanden hat. Weißt du? Was für Geschichten erzählen die Gemälde? Ich glaube, es war, weil ich in der Cutscene geklickt habe. Errungenschaft freigeschaltet, Inspiration. Kapitel 2. Ich glaube, jetzt geht alles wieder gut. Jetzt funktioniert alles wieder. Hallo, Sebi. Dankeschön, Sebi. Jede Bewegung des Genicks überlegt sein. Gut. Anscheinend ist etwas in die Farbe getreten. Oh nein, im Zimmer herrscht Chaos. Ah, die, oh, wie süß sie. Oh. Der Kassettenspieler wurde umgeworfen. Ich stelle ihn wieder auf. Nein, ich wollte... Erst Musik. Warum liegt hier ein Stück Papier herum? Warum hast du eine Maske auf? Musik. Puh, funktioniert noch. Wo ist sie? Alter, was für... Also. Hier ist auch alles durcheinander. Ich räume noch eben auf, bevor ich den Übeltäter suche. Ich bin ein wenig hungrig. Schon wieder. Okay, erst und dann die Katze weg. Ich habe immer Hunger und esse immer das Gleiche. Gar kein Problem. Reicht. Aber da habe ich das Eigelb gegessen und jetzt habe ich es hier. Oder ist es Honig? Moment mal, ist hier gerade ein Schatten vorbeigehuscht? Oh nein, oh Gott, da war aber nichts mehr drin, ja? Hier ist auch alles ein einziges Chaos. Zum Glück war das Glas leer, sonst wäre der Laptop jetzt hinüber. Ein drittes, aber da fehlt immer noch etwas. Mein gestriger Entwurf ist weg und kann nicht wiederhergestellt werden. Muss wohl noch einmal von vorne anfangen. Gar kein Problem. Also, das schreibe ich jetzt mal ganz easy. Oh, fertig. Ich glaube, da bin ich letztes Mal stehen geblieben. Den Rest mache ich morgen. Können wir es zumachen? Zuklappen? Oh, nicht die Kaffeemaschine. Die ist uns heilig, Katze. Herrje, was für ein Chaos. Ich muss das aufräumen. Darunter könnte man wie erwischen, so.
Elgato fatal. War wirklich. Ich habe alle Teile an Orten gefunden, wo die Katze war. Hat sie sie dorthin geschleppt? Ich versuche, die Teile zusammenzufügen. Da fehlt aber was. Da fehlt was. Ich habe gar nicht alle Teile. Ich mache mir eine Tasse Kaffee, natürlich. Statt die Katze zu suchen, machen wir erstmal Kaffee. Damit sie weiter Unfug machen kann. Prioritäten auf jeden Fall. Ich trinke später. Was ist eigentlich, wo ist eigentlich mein Rest Kaffee hin? Der müsste entweder noch in der Kanne sein oder hier überall rumlaufen. Ich habe nur eine Tasse getrunken. Ich trinke ihn später. Wo ist jetzt die Katze? Da. Jetzt sind die Hintern. Der Kaffee ist fertig. Achso, ja. Ich glaube, irgendwas mit den Untertiteln falsch, weil die so lange bleiben. Also für so einen dicken Popo kann die echt gut fliegen. Die Katze ist ohne Vorwarnung losgesprungen. Mein Herz hat echt kurz ausgesetzt. Die Popo-Katze. Aber mach ich wieder. Oh, ich mal ihn mal wieder. Das ist die Katze, die mein Zimmer verwüstet hat. Bin aber froh, dass es ihr gut geht. So, Chat, also hier, ne? Die Mütze ist wichtig. Ja. Der schöne, zufriedene Ausdruck des Mannes mit seinem mächtigen Barte. Und der mächtigen Katze auf seinem Schoße. Ja, ja, genau so guckt die auch die ganze Zeit. Das ist eine böse Katze. Das ist eine ganz fiese Teufelsdämonenkatze. Jeder weiß das. Ich hoffe, der Katze geht es gut. Die zwei sehen so süß aus. Zeichnest du so auch mal? Ich zeichne doch gerade. Ich verstehe die Frage nicht, Sebi. Auf seinem mächtigen Schoße. Entschuldigung. Ja, auf seinem mächtigen Schoße natürlich. Seine Katze. Ich glaube, ich habe auch diese Zeichnung irgendwo in meinem Zimmer gesehen. Wisst ihr? Und das sind die Cozy Games, die nicht als Cozy Game bezeichnet werden, aber die ich wirklich cozy finde, okay? Das ist das Positive. Die wirklichen, also die offiziell Cozy Games sind aggressivisch. Das kann ich mir nicht merken. Das kann ich mir nicht merken. Okay. Oh, ich krieg rot. Liebe A, erinnerst du dich an die Katze? Sie hat ein Junges gekriegt. Oh, ist das die Babykatze, die von dem... Aber die ist ganz orange. Wo ist die Baby... Ist jetzt sie die Babykatze? Die leuchtenden Farben spiegeln unsere eigenen brennenden Gefühle wieder. Halloween. Ja, das Game ist echt wundertonic. Da ich jetzt eine neue Farbe habe, sollte ich langsam weitermalen. Okay. Ich füge eine neue Farbe hinzu und erschaffe ein Meisterwerk. Du weißt so, also... Gut, ich meine, ist wunderschön. Aber warum ist der Pinsel rot? Gelb meine ich. Mach ihn rot. Hä, warum ist er gelb? Ich habe doch als letztes grün gemalt. Ist alles rot, ne? Ja, sehr schön. That's it. That's it. Rot macht dein Bild viel lebendiger. Ich habe schon über die Hälfte des Bildes geschafft. Wow. Chat, ist ein Meisterwerk. Ich sag's euch. Die roten Mauern auf beiden Seiten der Gasse sind voller Plakate mit vermissten Katzen. Das erinnert mich halt ein bisschen an Heidi Ghibli. Also als Heidi, als würde Heidi von Studio Ghibli gezeichnet werden. Hä, aber da ist sie doch! Da ist sie doch!
Da ist sie doch. Hi, Deeply. Ja, hi, Deeply. Eben einfach eine schöne Story und einen angenehmen, einzigartigen Stil erzählen und nicht bloß sinnlos, quietschig und niedlich und so bäbe mit einem schönen Gameplay. Ja, ja. Und ich mich nicht so fühle, so. Sondern einfach so. Okay, es hängt wieder. Ich kann wieder nichts machen. Jetzt. Okay. Nein, immer noch nicht. Er möchte gerade ein weiteres Plakat aufhängen. Das braucht einfach ein bisschen. Die ganze Welt sitzt auf dem Boden und will gestreichelt werden. Der sorgenvolle Blick des Besitzers entgeht ihr. Aber die ist... Heidi, oh Gott, Sebi. Ich glaube, das ist einfach nur bei mir. Ist das einfach nur bei mir? Ist das einfach nur bei mir, Buggy? Ich glaube, nach dem nächsten Kapitel starten wir mal neu. So können wir die Katze länger genießen. Ja. Muss vielleicht irgendwas Besonderes machen. Okay, es geht einfach random los. Gut. Die Mauern sind voller Plakate mit vermissten Katzen. Jetzt geht's plötzlich. Ich fühle mich nicht gemobbt von dem Spiel, es ist einfach ein bisschen langsamer. Die Frau beobachtet lächelnd, wie die von ihr gefundene Katze zu ihrem Besitzer zurückläuft. Oh, diese Blätter sind auch schön. Ich will das aufmachen. Ich will das aufmachen. Also, ich muss hier rüber. Ich muss da rüber. Okay, das ist... Nee, die haben das zu lang eingestellt. Es ist wirklich so, als ob du 3 Jahre brauchst zu lesen. Weil das geht schnell vorbei, aber das halt nicht. Das ist das, was alles auffällt. Das Metany-Ding. Das ist zu lang eingestellt. Und du bist halt festgecuttet, solange Text halt da ist. Jetzt! Ah, schön! Geht schon weiter, Chat. Gar kein Problem. Er hält in und sieht zu, wie der orangefarbene Blitz auf ihn zustürmt. Ich hab's falsch rumgemacht, aber ist ja egal. Hier haben sie sich kennengelernt. Ich frage mich, was danach passiert ist. Mist, jetzt konnte ich nicht zu Ende lesen. Sebi, sorry. Sorry. Es tut mir leid. Ich bin immer so hektisch. Errungenschaft freigeschaltet. Wendepunkt. Ja, der Text schläft. Text macht Schlafi. Boah, wie schön. Ich brauche etwas Musik, um diesem trüben Regenwetter etwas Farbe zu verleihen. Auf der Kassette sind echt viele Lieder. Ich liebe das Prasseln des Regens im Hintergrund zur Musik. Oh, das ist aber schön. Dann wird es Zeit, meinen Bauch zu füllen. Aber können wir mal was anderes essen? Ich habe keine Lust mehr auf Toast mit Ei. Mami, ich will was anderes. Ich will eine Pizza. Nudeln. Irgendwas, aber nicht... Mann. Das ist sehr viel Zeit. Immerhin gibt es keinen Ashley. Boah, mich juckt's am Rücken. Ich brauch so ein Kratzding am Stuhl, damit ich so machen kann. Ich muss schon wieder neu schreiben. Also ich kann ich einmal auf Speichern drücken? Die Daten von vor 2 Tagen sind auch aus unerfindlichen Gründen verschwunden. Wie kann das sein? Ich mache mir zuerst eine Tasse Kaffee, will im Moment nicht darüber nachdenken. Und nein, wir sind eigentlich tot. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Wir sind einfach in einer Zeitschleife gefangen. Und Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei. Bist du ein mit Toast? Also meine eine Tasse Kaffee am Tag ist echt ein bisschen wenig. Oh nein, heute regnet es zum ersten Mal, seit ich hier eingezogen bin. Er hustet. Oh nein.
Ich krieg jetzt schon Pipi in die Augen, einfach nur bei dem Gedanken daran. Oh Mann, ihr kommt schon. Ich wollte nun an... Das Bild, das er betrachtet, ich glaube, ich habe das schon irgendwo gesehen. Ich wusste es. Seitdem das Klavier in diesem... Also seitdem das Klavier kam. Chat, ich meine, Hello... Goodbye World, meine ich. Haben wir auch geschafft. Hallo, hallo Mo. Das Bild, das er betrachtet, ich glaube, ich habe das schon irgendwo gesehen. Ist der alte Mann krank? Nee, Quatsch, wie kommst du da nur drauf? Wie kommst du da nur drauf? Oh nein, das wird voll... Der wird irgendeiner... Seiner ersten Liebe wird er hinterher trauern. Es ist zufällig meine Mutter oder so. Irgendwas. Und dann stirbt er. Ist er krank? Nein. Ich wollte doch heute was Schönes spielen. Komm, wir geben den erstmal Regenschirme. Warte, sie hat rot, ja. Okay, sie hat rot. Das geht schon so. Perfekt. Hab ich gut gemacht. Du kriegst auch einen Regenschirm. Wie schön. Guck, wie hübsch ich den mache. Oh. Sieht gut aus. Noch nicht genug? Let's go. Sie gehen in unterschiedliche Richtungen und tragen Regenschirme in verschiedenen Farben. Bemerken Sie sich nicht? Was? Einladen? Einladen? Ein gelber Regenschirm und ein grünes Schild. Wieder eine Zeichnung, die mir bekannt vorkommt. Nee, das ist sie nicht. Die zwei auf dem Bild scheinen sich nahe zu sein. Ich frage mich, wie sie zueinander stehen. Oh nein. Hier. Okay, grünes Schild und gelber Regenschirm, ja. Du kriegst... Hier, sehr schön. Krass, begabt bin ich. War das jetzt oben, der Kreis, oder unten? Hier. Fertig. Hallo? Also, hallo? Sag mal, also jetzt habe ich aber langsam also genug gemacht, oder nicht? What? Ich fühlte sich fast richtig... Ach so, kann ich Farben mischen? Was war so ein hellgrün? Nee, okay. Okay, also hier ist der Kreis. Und das ist einfach alles grün, ja? Ja, gut. Und da sagt die Künstler Sozialkasse, nein, ich weiß auch nicht. Ein riesiges Schild verleiht der tristen Stadt Farbe. Ein Mann mit gelbem Schirm hat darunter Zuflucht gesucht. Straßenszene. Die Sonne und die Schirme. Ich habe das Gefühl, dass die Komposition einem Bild in meinem Zimmer gleicht. Ja, das hatte ich gerade. Wunderschön. Dankeschön, Dankeschön. So, gelb. Da ist die Sonne da hinten, ja? Hier ist die Sonne. Und hier hat er Schirm, ja, und sie hat natürlich auch Schirm. Noch nicht? Okay, kriegst du noch mehr? Hä, wie jetzt? Hier, nimm den Schirm jetzt! Okay, ich muss gucken. Hä, aber es stimmt doch! Hier, stimmt doch! Nimm den Schirm jetzt! So nah dran. Sag mal, willst du mich jetzt verarschen? Also... Sie scheinen Spaß zu haben, ob sie bemerkt haben, dass der Regen aufhörte, als die Sonne rauskam. Hä, vielleicht siehst du den Regen auch einfach nur nicht und da ist irgendwo da ein Regenbogen. Liebe Amber, ich hätte nie erwartet, dass wir uns an diesem Regentag unter dem Schild treffen und reden würden, bis die Sonne rauskam. Noch eine Nachricht von J. Anscheinend ist sie an eine Person namens Amber gerichtet. Oh. Huh. Was verbindet diese drei Bilder miteinander? Der Regenschirm. Ach so. Ach so.
muss ich die einfach nur sortieren. Okay. Ja. Ja, das ist die richtige Reihenfolge. War jetzt auch nicht so schwer, wo man einen Rand hat, aber gut. Gelbe und rote Tassen. Das Bild hat sich verändert. Eine rote und eine gelbe Tasse sind auf dem Schild aufgetaucht. Okay, ich habe jetzt an eine Orangenscheibe gedacht. Also ich habe hier zwei Tassen natürlich. Mit der ich nochmal... Ja, aber die Tassen... Ich habe doch hier zwei Tassen! Habe ich noch woanders Tassen? Oh, hier ist auch noch. Das sind auch Schirme. Muss ich erst um ein paar andere Sachen kümmern. Ich meine später. Stimmt, blau fehlt. Aber wie komme ich da... Aber da sind doch Tassen. Okay, vielleicht muss ich zu dem Bild. Wo ist das Bild? Hier. Achso, ja, okay, gut. Ich muss sie malen. Hier. Und hier. Okay. So. Okay, war falsch geneigt. Ich frage mich, ob hinter diesen drei Bildern eine Geschichte steckt. Eine ruhige Farbe, die einen aber auch manchmal ein wenig traurig macht. Wieso finde ich in letzter Zeit an den merkwürdigsten Orten Bilder und Farben? Welche Verbindung besteht zwischen dem alten Mann und dem Mann auf dem Bild? Er ist es bestimmt nicht. Oh nein, ich meine... Er ist bestimmt nicht der alte Mann, der da... Das ist Junpei aus Zero Escape, ich weiß es. Der alte Mann und die von J verfassten Nachrichten. Wer ist J und wer ist der alte Mann? Ich bin mir nicht sicher. Wir brauchen John. Nicht traurig, das wird nicht traurig. Das ist einfach nur schön. Da wird alles schön sein. Es gibt gar nichts Trauriges auf der Welt. Ist diese Frau in Weiß Amber? Was ist danach mit ihr geschehen? Wer ist sie? Was ist mit ihnen passiert? Das ist aber ein schönes Blau. Okay. Ist jetzt echt alles blau? Ah, für die Farben, die Geschichten hier mal. Okay, verstanden. Ja, alles blau. Bis auf... Nee, da ist nichts. Okay, nur das da blau. Ich bewege den Pinsel so schön. So. Irgendwie werde ich beim Anblick dieser Farbe ganz melancholisch. Warum? Ich kann meine Arbeit schon fast einreichen. Ja, du solltest aber trotzdem also noch... Also... Was fertig, aber warum fühle ich mich so unmotiviert? Ein bisschen muss noch... Was muss noch überarbeitet werden? Trocknen lassen muss es noch, wollte ich sagen. Das endlose Prasseln des Regens auf der Straße ist wie ein Lied ohne Worte. Da kommt der Text. Warum kommt der Text jetzt nicht? Der plötzliche Regen zwingt ihn, seine Termine über Bord zu werfen und Schutz zu suchen. Sie macht sich Sorgen um ihre Farbe und sucht Schutz vor dem Regen. Ist es gefixt? Ich will es gar nicht sagen, aber es ist jetzt besser. Ist jetzt schneller, ne? Beide finden unter demselben Schild Zuflucht und begegnen sich zufällig. Was? Flöge. Mit dem Regen blühen die bunten Regenschirme auf. Sie sehen sich an und lächeln. Dann beginnen sie während des Wartens über dies und das zu reden. Okay, jetzt fängt es wieder. Aber es ist hübschi. Es ist hübschi, deswegen ist es okay, das länger anzugucken.
auch gar nichts mehr klicken. Also. Jetzt kann. Oh, jetzt kann ich drehen. Sauert ein bisschen alles. Die Leinwand im Fenster kann man aufgrund des Nebels nicht gut erkennen. Aber es läuft besser als davor. Also es ist schneller als davor. Hä, jetzt kann ich auch gar nicht alles doppelt und dreifach anklicken. Hä, warum? Sie reden selbst dann noch, als die Sonne rauskommt. Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt mit meiner Auflösung nicht. Bei dem Spiel. Irgendwas mag das Spiel nicht bei meinem PC. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist. Was wird als nächstes geschehen? Kapitel 4. Oh, Mond. Mond. Oh nein, ich will gar nicht. Oh nein. Ist alles okay? Ich will nicht, Chat. What? Hallo, geht es Ihnen gut? Hä? Warte, ist gerade unser Raum runtergefallen? Ich sehe nichts. Vielleicht sollte ich zuerst das Licht anschalten. Ist gerade unser Raum runter? Das Licht ist an. Nun sehe ich wieder was. Die Tür ist verschlossen. Von innen kriege ich sie nicht auf. Teil eines alten Fotos. Ein altes Foto. Es zeigt auch ein Bild von einem Blumenfeld. Es wurde wohl in diesem Zimmer aufgenommen. Jemand hat das Originalbild übermalt. Gut, zum Glück ist dieses Bild intakt. Okay, Blumenfeld. Hä, was habt ihr mit... No. Habe ich das gemalt? Es sieht genauso aus wie das auf dem Foto. Was auf dem Foto? Ah, das auf dem Foto. Okay. Ja. Oh, lila kriege ich. Endlich. Mir fehlt immer noch eine Farbe. Kann es wohl im Moment nicht fertigstellen. Was? Rote Pfeile. Gibt es sonst noch etwas Rotes, worauf sie sich beziehen könnten? Brot? Toaster? Teller? Hey? Okay, wir wissen noch nicht. Wir suchen jetzt mal weiter. Hier ist grün. Nein, mein Teller ist kaputt. Wir haben grün. Mein Hund schnarcht sehr laut. Ah, hier. Oh. Warte, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Okay, blau haben wir. Runter, rechts, hoch, links. Runter, rechts. Hoch, links. 6. Ja, geh weg. Ist es schräg hoch? Ja, schräg links, rechts, schräg runter, rechts. Das dauert so lange. Rechts. So. Punkte mit den Pfeilen zusammen sind die Pfeile nicht mehr. Hä, ist das nicht richtig? Hä, ist das nicht richtig? Warum nicht? Warum ist das nicht richtig? Runter, rechts, hoch, links. Hm. Runter, rechts, hoch. Ach so, links. Nee, das ist... Hä, da ist doch ein Punkt. Ich fühle mich verarscht. Ein bisschen fühle ich mich verarscht, ja? Warte, das war doch irgendwie so schräg, rechts, rechts oder so. Nee, warte. Hoch. Runter, runter. Hoch, runter, runter war das. Hier weg. Hoch, runter, runter. Das wäre eine 7 oder so. Gelb. Hoch, hoch. Schräg links. Runter. Hm. Nee, warte, jetzt warte. So. Hä?
1618. Aber warum diese vier Ziffern? Die heißt voll krümmer. 1618. Oh! Es geht mit Tastatur. Mann, dieses blöde Mikro. Ich brauche einen neuen Mikrofonschwenkarm. Enter. Ich habe mich angemeldet. Eine Nachricht zum Drucken. Ich drucke sie mal aus, um zu sehen, was es ist. Für den Papierfetzen? Eine vertraute Szene mit eigenartigen Veränderungen. Oh, da ist die Katze. Da ist die Katze. Da ist die Katze. Ein unvollständiges Foto. Ich frage mich, wo das andere Teil ist. Ja, ich wollte es lesen. Na gut, dann nicht. Watson, du schnarchst sehr laut. Ein J, aber verkehrt herum. Irgendetwas fehlt. Oh. J. James. Ich bin Hacker. Ja, das geht nicht. Warum nicht? Spiegelverkehrt. Wirklich? Hä, das geht gar nicht. Okay, es geht gar nicht. Okay, blau. Hast du mal die blau? Oder ist dieses Bild noch intakt? Blames. Blames. Das Passwort heißt Daddy. Okay, gut. Oh, Musik wäre gut, glaube ich. Hä, ich hab... Kassette ist weg und an die gelben Pfeile erinnere ich mich auch nicht. Ja, die habe ich. Oh, ne. Naja, gut. Zero Escape hat schon gesagt. Hä, woher wusste ich das bloß? Ich brauche Buchstaben. Ich brauche. Wo finde ich denn Buchstaben? Oh, wie hübsch. Oh, das ist echt hübsch. So efeu bewucherter Balken ist echt schön. Kann ich das schon mal malen? Nee, kann ich nicht. Kann ich? Ja, ein bisschen was kann ich malen. Aber ich weiß nicht, ob mir... Das bringt mir doch eh noch nichts. Das bringt mir noch hin. Es ist so hier, ne? Ein J, aber es ist verkehrt herum. Irgendetwas fehlt. Ist da... Irgendwo muss es doch sein. Buchstaben super auspacken. Könnte helfen. Die Pfeile. Aber ich habe ja die Pfeile schon. Oh, was ist das? Es ist weg. Bin ganz verschwommen. Roter Regenschirm. Ach so, Amber. Ach so. Oh mein Gott, ich habe den roten Regenschirm nicht gesehen. Ich hab den wirklich einfach nicht wahrgenommen. Amber, das ist ihr Name. What? Wo bin ich hier? Was sind das für Bilder? Wie hieß nochmal das Horrorspiel? Wie war das nochmal? Ich habe gerade Flashbacks, weil da gab es auch diesen hohen Raum. Da bin ich noch der Wald ab, oder? Okay, es geht schon wieder nichts mehr. Ich sehe meine Maus nicht mal mehr. Okay, wir fahren runter. Alles gut. Es braucht ein bisschen. Ein Puzzle mit geometrischen Formen. Vielleicht finde ich in diesem Zimmer ein paar Hinweise. Okay, ich finde erstmal Hinweise vielleicht. Leia, so viel, genau, danke. Genau das. Oh, Bibi. Ja, Bibi. Ist die Katze, die beiden zusammengeführt. Katze. Katze, da ist die Katze. Nee, Katze. Nein, Katze. Hä, wo ist die Katze? Ah, hier.
Okay. Gelb haben wir. Das da. Ja. Sieht gut aus. Schwanzspitze und das linke Vorderbein. Ja, und jetzt die Schwanzspitze. Fertig! Auf Geduld mit grausigen. Ja, Entschuldigung. Wie schön, dich an diesem Regentag kennengelernt zu haben. Einen Freund zu haben, der dieselben Interessen hat wie ich. Wir sollten mal gemeinsam zeichnen. Amber. Der Regen hat sie zusammengeführt. Ist das ein Hinweis? Signiert von Amber mit einem verschwommenen roten Bild. Dieses asymmetrische weiß-orange Muster. Die Katze war da, als sie sich zum ersten Mal trafen. Das ist das Bild Sonnenblumen. Es fehlen Doodles. Hier fehlten Doodles. Hier fehlten Doodles. Da oben fehlten Doodles. Und dann weiß ich nicht mehr, wo noch ein Doodles fehlt. Rechts davon ist... Nee, hä, dann ist doch fertig. Jetzt ist es vollständiger. Hä? Warte mal, wo... Doodles! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fehlt... Oh, da fehlt... Oh, wie fies du bist, Spiel! Oh, wie fies du bist! What? Hallo? Wie fies einfach! Ich bin endlich fertig damit. Habe mich von diesem Ort inspirieren lassen. Oh, das ist wie von dem anderen Spiel davor. Würde so gerne wissen, was du davon hältst. Treffen wir uns bei mir? Amber. Diese vertraute Sonnenblume. Sie hat die also gemalt. Okay, ja, das kann ich. Das ist das Bild namens der Mann, die Frau und die Straße. Du gelb. Und du auch gelb. Das ist ein cooler Stil tatsächlich. Bin froh, dass es deiner Katze gut geht. Habe nicht erwartet, dass sie gar so weit springt. War übrigens nett, dich kennenzulernen. Amber. Das ist ihre Nachricht von J mit einem blauen Kreis. Sie waren also Nachbarn. Der Regen hat sie zusammengeführt. Vielleicht würden sie in diesem Moment am liebsten die Zeit anhalten. Oh, ei. Okay, nein, hierhin. Ja, komm, jetzt mach weg. Das ist right. Sieht ein wenig eigenartig aus, danke. Hier macht es Eigelb. Hä, hallo, gelb? Eigelb? Nicht Ei... Huh? Ist das der Teller? Brauche ich Weiß dafür? Nein? Nein? Okay. Mach weg jetzt. Muss ich hier Toast machen? Nein? Rotes Granat, blauer Kreis. Das sind die PlayStation-Buttons. Vielleicht muss ich eine PlayStation drauf machen. Du hast recht. Hier fehlt eine Kassette. Hoch oben hängt ein Bild vom Kassettenspieler. Hier. Ah. Zwischen der Platzierung der Signaturen und den Formen besteht eine Verbindung. Ich sollte das mal versuchen. Das Problem ist, ich brauche Farbe dafür. Ach so. Ah, blauer Kreis. Hm? Auf die Nachrichten wurden verschiedenfarbige Formen gemalt. Die zwei Personen, geht es hier um sie? Ah, okay, gut. Weiße Farbe. Nein, ich will die violette Farbe. Weiß ist die Farbe der Reinheit und der Perfektion. Die Küche auf der Zeichnung kommt mir bekannt vor, aber den Schrank erkenne ich nicht. Boah, wie mies einfach. Ich wollte ein Spiegelei malen, weil ich mir immer Spiegeleier koche, aber gut dann halt nicht. Gönn pinke Farbe. Ja, die kriege ich ja sowieso nicht, Upsi. Wappi, wappi, whoopi, du, whoopi, doopi. War jetzt oben gelb oder unten gelb? Unten gelb. So. Schön.
Echter Künstler einfach. Meine Küche hat doch anders ausgesehen. Vielleicht sollte ich noch einmal einen Blick darauf werfen. Oh nein, ich habe mit dem Bild jetzt die Realität verändert, ja? Ja, dieser Stil ist so gut. Dasselbe Bild wie auf dem Kästchen in dem Zimmer. Ich glaube, ich weiß, was die Bilder links sein sollen. Oh, Liebe! Liebe und Liebe! Warte mal. Habe ich da was dazu? Also wir hatten... Katze. Katze hatten wir noch. Regenschirm und Katze. Aber wie rum? Warte mal. Also wir haben... Eine Sonnenblume. Eins. Katze. Zwei. Gelber Regenschirm. Drei. Aber was ist denn eins? Müsste ich es in der gleichen Reihenfolge machen wie die? Ist es jetzt von unten nach oben oder von oben nach unten? Es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten, Chat. Das brutforcen wir aus dem Ding raus, Upsili. Warte mal. Ich meine... Ach, Regen! Oh, Regen. Oh, Regen. Regen, Sonnenblume, Katze. Warte, aber stopp, es muss zu den Farben passen. Regen, Rot, Sonnenblume, Gelb. Oh, warte, das war richtig. Sonnenblume, Regen. Wieso nicht die Liebe? Really? Die Bilder und Formen der Nachrichten zeugen von verschiedenen Ereignissen. Was mit ihnen passiert? Ah, das bin doch ich! Da bin ich mit Jays Katze auf dem Arm. Hallo? Bin das ich auf dem Foto? Kassettenspieler, ist das das Bild, welches hoch oben an der Wand hängt? Gut, Kassettenspieler. Wow, komm schon. Ist doch kein Horrorspiel. Danke. James? War das jetzt weiß? Ja. Ah. Oh. Wird mit dem Kassettenspieler auch was passieren, so wie mit der Küche? Vielleicht sollte ich nachschauen. Blames? Stimmt. Entschuldigung, Blames? Oh, falsche Richtung. Oh, Musik hören. Das ist eine andere Kassette, als die, die ich sonst abspiele. Was da wohl für Musik drauf ist. James Blunt. Was ist mehr auf dem Bild? Nee. Kapitel 5. Nein, ich will das andere angucken. Ich glaube, die deutschen Untertitel sind kaputt. Kann das sein? Oh, es ist schon echt hübsch, ne? Es ist schon wirklich hübsch. Male ich da gerade? Ein Mensch, den ich mal sehr gut kannte. Ich frage mich, wie viele Jahre seit diesem Tag verstrichen sind. Ja, so ein, zwei, drei vielleicht. Oh, da gehören die Tassen drauf. Diese Musik und diese Aussicht. Dieses Fenster führt das dort hinein, wo ich glaube. Oh, Einbrecherin. Ich weiß nicht. Ja.
Ich habe hier oft gearbeitet. Unsere Zufallsbegegnungen im Café wurden langsam zur Routine. Die Musik auf der weißen Kassette ist meine Lieblingsmusik. Wie konnte ich das nur vergessen? Aber jetzt kriege ich Pipi in die Augen. Hör auf, Schaumwind, bitte nicht. 1918. Hier haben wir Zuflucht vor dem Regen gesucht. Hier war unser Treffpunkt. Hier ist uns das Passwort eingefallen. Ist es jetzt 16? Ach so. Ach so, nee, das hatten wir ja schon. Alles gut. Ah, weil die 9 umgedreht... Ah, okay, okay, alles gut. Das, also, sie haben es berücksichtigt. Boah. Boah, das ist halt echt Ghibli, ne? Boah, es ist hübsch. Das ist der Ort, jeden noch so kurzen Augenblick, den ich hier verbrachte. Ich wollte jeden einzelnen malen. Hier haben er und ich viel zusammen gemalt. Mit der Zeit wurde das mein Lieblingsort. Das ist die letzte und wichtigste Farbe. Lila Farbe. Lila, das ist meine Farbe. Ich finde das eine gute Synchro während der Cutscene so allgemein viel. Ich finde halt nicht mal, weil alles, also es würde dich irgendwie rausreißen, finde ich, wenn da irgendwie Stimmen wären. Das letzte Bild, ich habe es noch nicht fertiggestellt. Okay. Ah, okay. Ne, hier war's. Rot, weiß, gelb. Das ist gelb. Oh, ich will nicht. Aber das wird einfach nur schrecklich. Stimmt, danke Lurker, danke Sebi. Ja, ja, Clemmy, findest du meine Stimme halt so scheiße? Okay, gut, habe ich verstanden. So. Oh, ich will gar nicht. Wirklich nicht. Ob es immer gleich runterläuft? Läuft es, weil ich so hektisch bin? Wenn ich das jetzt liebevoll mache. Okay, ich mache jetzt alles liebevoll, ja? Ich will die Farbe haben, bitte. Blau und dann aber da drüben grün. Aha. Okay, nein, es läuft trotzdem. Okay, kann ich weiter hektisch machen. Alles gut. Ich wollte hier hin, Entschuldigung. Das irritiert mich sehr stark, warum das so... Das ist wie bei Spielstarten. Und jetzt einfach nur lila und bis auf das Gelbe. Okay, sehr schön. Nachdem wir so viel Zeit miteinander verbracht haben, was ist mit uns passiert? Ich habe die gemeinsame Zeit und die kreativen Momente mit ihm wirklich genossen. Durch meinen Pinsel erinnere ich mich selbst, dass ich diese Augenblicke nie wieder vergesse. Ja, der Bereich ist fertig. Nachdem wir so viel Zeit... Achso, hatten wir schon. Gut. Entschuldigung, sie wiederholt sich. Thank you.
Jetzt erinnere ich mich. Dieser Tag, dieses Lied. Ich habe ihn eingeladen und ihm mein Bild gezeigt, bevor ich nach New York ging. Jedes Mal, wenn ich die Tür öffnete und ihn sah, musste ich einfach lächeln. Wir redeten über unsere Arbeit und teilten wie sonst auch immer unsere Träume. Meine Arbeit wurde angenommen. Herzlichen Glückwunsch. Jack? Ach, er heißt Jack? Wir nennen den Affen Jack. Nicht Blame, sondern Black. Das passt so gut, das ist blöd. Ich weiß nicht, wo iPhone während du irgendwas spielst. Ja, ist wichtig. Jack Black? Kapitel 6. Blackjack ist auch gut. Jack Black, Blackjack. Ein Back, weil wir ihn zurück... Achso, Jack Back. Jetpack. Sein Name... Verkehrt, okay. Jack. Ja. Jack. Oh, falsch rum. Entschuldigung. Ja. Das war ein Kado-Spiel. Also erkennt meine Schrift einfach nicht. Puh. Also. Die Aussicht aus dem Fenster und die Geräusche von draußen änderten sich plötzlich. Blauer Lidschatten, die sind mir suspekt. Wow! Oh. Deine Schrift ist einfach zu schön für das Spiel. Danke, Sebi, danke. Danke. Hey, die Dame, die... Meine Eltern und ich spielen immer einen Punkt. 25 Punkte! Ich habe eine Schwangere gesehen. Hey, die ist überall. Ja, genau du. Bin ich ich? Bin ich jetzt Jack? Warte mal, was? Es wird Zeit, dass ich mich auf meine Kunst konzentriere. Ich werde die schönsten Landschaften malen. Was meinst du, Jack? Okay, ich war das Bild. Weil ich die jüngere Version war, okay? Ich verstehe. Deswegen habe ich mich, also hat sich meine vergangene, also meine zukünftige Version hat mich angelächelt. Upsi, Entschuldigung. Weil ich gerade die jüngere Version gespielt habe. Okay. Aber warte, nee, da steht Jack, also hätte Jack unterschrieben. Warum steht da Jack, wenn ich es doch gezeichnet habe? Ich bin verwirrt. Also, die alte Dame war meine Zukunft. Weil ich war ja die junge Version. Deswegen war die ältere Dame meine Zukunft. Und deswegen hat sie mich, die jüngere Zukunft, angelächelt, weil ich in dem Moment das Bild war. Das wurde mir erklärt. Aber warum war es mit Jack unterschrieben? Habe ich den Künstlernamen Jack einfach angenommen? Heißt der Pinsel einfach nur Jack? Vielleicht bin ich auch verliebt in den Pinsel. Kann sein. Jacqueline, oh Gott.
Entschuldigung, kann jemand mal das Spiel erklären? Er wird es gemalt haben. Der Schrei! Er wird es gemalt. Achso, du meinst, als er noch gelebt hat, hat er das gemalt. Aber warum ist es seine Ausstellung? Also dann lebt er ja noch. Oder ist es... Obwohl, warte mal, tote Maler haben auch Ausstellungen. Warte, das, vergesst es, alles zurück. Okay, das ist ganz, cool, mit diesem durchs Fenster und dann, aber das ist ganz cool. Ja. Chat, das ist okay. Jeder, der es nicht peilt, das ist völlig okay. Wir sind halt ein relativ emotionsloser, also wir sind emotionsabgestorben, okay? Das, Leute mit einem wirklich, also schönen Herz, so was noch funktioniert, wo noch ganz viel Emotionen drin sind und so, die wissen so, die verstehen das halt. Es war sehr hübsch, ja. Spiel wunderschönen Punkt, ja. Zeit mit ihm nochmal Kunstfrau vorbei. Ich muss mal schnauben. Ja, aber wenn, also warum waren wir dann jung und dann hatten wir ihn aber auch schon nicht mehr, aber er war alt, als er gestorben ist. Er hätte doch dann jung sein müssen, als er gestorben ist. Emote. Emote. Das sind diese kleinen bunten Sticker, sehe wie sonst nichts. Nichts verstanden, aber war schön. Meine Auto ist okay. Da hat sich was vermischt, vermute ich. Es war ein schönes Spiel. Ich, Stein. Ja. Ich bin nur froh, dass jedes Mal meine Befürchtung, dass ich anfangen werde zu heulen wie ein Schlosshund, sich nicht bewahrheitet hat. Obwohl, also ich hab das... Also das Heulschicksal habe ich schon sehr, sehr, also herausgefordert. Aber sehr, sehr. Periode sehr. Sehr hübsch. Ja. Gestorben, bevor er gestorben ist und wurden ein Gemälde festgehalten oder so. Was? Nein, wir sind nicht tot. Wir leben. Wir haben eine Familie gegründet. Wir haben Enkelkinder, Dominik. Das schon wieder Colgate. Die sind nicht echt. Okay. Versucht wieder an ihn zu erinnern, wie es damals war und so. Und ich habe sich ein paar Dinge vermischt. Aber ist das nicht schwierig? So, also in der Realität ja, aber ist es nicht schwierig, sowas in einem Spiel so darzustellen, weil es in einem Spiel für den Spieler sehr, also klar sein muss? Wisst ihr, was ich meine? Dann sind wir so gut wie tot. Ja, gut. Ja, also, aber wir konnten noch laufen ohne Gehhilfe. Und also wir sahen noch aus wie eine Oma, die, also, noch fit ist. Tessa plus Luna. Ja. Yeah. Es war auf jeden Fall schön. Errungenschaft freigeschaltet hinter dem Rahmen. Deswegen heißt es auch hinter dem Rahmen. Es ist nicht der Bilderrahmen, es ist der Fensterrahmen. Ach so, da ist ja auch ein Fenster. Oh, darauf habe ich nicht geachtet. Ah ja. Ich habe es jetzt verstanden. Besser jetzt als gar nicht.